an der 1000-Freunde-Mauer. Mit Kia geht's immer nach oben, Freunde. Hallo Schalker, pünktlich zum Heimspiel gegen Darmstadt 98, Abi. Melden wir uns aus dem schönen blauen Kia vom Abi, dem richtungsweisenden Heimspiel gegen Darmstadt, Abi, oder? Ja, wir werden sehen. Also erstmal muss ich sagen, warst du beim Friseur gewesen, ja, oder ja. Hast du einen neuen Haarschnitt machen lassen, extra fürs Spiel? Ja, sicher, ja, toll, ich bin die Kopfbälle. Ja. Einer muss sich ja verwandeln. Ja, gut, super. Ja, wie gesagt, Darmstadt ist sicherlich, geht's rauf oder noch tiefer runter. Ich hoffe nicht weiter runter. Also Darmstadt müssen wir auf jeden Fall schlagen. Das hat Gerrits ja auch gestern bei der Pressekonferenz gesagt. Und ja, er hat gesagt, wir müssen Darmstadt schlagen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Druck für die Mannschaft. Muss so sein, wie es ist. Wir haben bis jetzt keine gute Saison gespielt. Das muss man einfach so sehen. Und es gibt es auch immer ein bisschen Theater hin und her. Aber wir müssen morgen einfach für besser Gas geben, dass die Wände wackeln. Ne? Wir müssen das Heimspiel einfach gewinnen. Wir brauchen die drei Punkte. Ja. Das ist gar nicht vorzustellen, wenn wir nur unentschieden spielen oder verlieren sollten. Was ich absolut nicht glaube, weil Darmstadt ist auch eine absolute Mannschaft, die zu Recht auch im Tabellenkeller steht, oder? Weil wir also die Spiele, diese gemacht haben. Ja, aber Peter, das ist ein bisschen anders. Ich glaube, die haben ein bisschen Probleme mit dem Trainer gehabt. Der Trainer, der ist abgestiegen mit denen. Der hat sich vielleicht da ein bisschen verbrannt in der Truppe und hat die Jungs nicht mehr gefunden. Und vielleicht war das jetzt das Richtige, was Darmstadt gemacht hat, so schnell wie möglich einen neuen Trainer zu holen, wieder einen neuen Anfang zu schaffen. Ich habe gestern auch von ihm was gehört. Er hat gesagt, wir gehen auf jeden Fall nach Schalke hin hier. Ja. Um nicht zu verlieren. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber ich finde, das hat er ordentlich gesagt. Und naja, man muss abwarten, was Darmstadt morgen bringt. Die haben ja auch einige Verletzte und. Und wie der morgen aufstellt, bin ich ja mal gespannt, ob er ein bisschen defensiver spielt oder auch. Er muss ja offensiv spielen, so wie ich das gehört habe, oder? Ich meine, Younes wieder rein, oder? Ja, ich meine es auch von Darmstadt. Ach so, von Darmstadt, ja, okay. Aber Younes wieder rein, also für mich muss Younes sowieso spielen. Ja, okay. Ist ja der Einzige, der einen guten Pass in die Schnittstellen spielen kann. Und das wäre auch eine Schande, wenn der nicht spielen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Bachmann soll verletzt sein oder nicht richtig trainiert haben, aber Bachmann, sage ich jetzt einfach mal, hat auch noch nicht die Leistung gezeigt, die man vielleicht von ihm erwartet hat. Ja, ich habe ja letztes Mal auch schon mal gesagt, ich würde vielleicht ein 4-1-4-1 spielen. Ich finde das beste System eigentlich, weil da bist du auch, ich sag mal, in der Abwehr stehst du da gut, weil ich erinnere immer wieder... Abwehr in Karlsruhe, um Gottes Willen. Ja, aber ich sehe ja immer wieder diese alten Sprüche von Stevens, die Null muss stehen. Ja. Und die Null, wenn die Null steht, Qualität nach vorne haben wir immer. Wir haben eigentlich immer mal ein Tor gemacht. Ja. Aber das Problem ist immer, dass wir zu viel reingekriegt haben. Ja. Wahrscheinlich aber auch, das muss man auch mal so sagen, dass wir natürlich pausenlos hinten wechseln. Ja. Entweder wegen Verletzungen oder eben, dass der ein oder andere mit dem nicht kann und. Was jetzt noch? Jetzt Kallas endlich mal sagen. Ja, Gott sei Dank, wenn der Kallas spielen kann, morgen. Ja, wenn Kallas spielen kann, wäre natürlich super. Absolut. Ja, ich persönlich würde Sanchez hinstellen. Ich finde den nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde den gut. Vor allen Dingen, viel wichtiger sind die Leute vor der Abwehr für mich. Ja. Die müssen wegräumen, dass die Abwehr nicht zu viel Druck kriegt, dass da zu viele Löcher entstehen. Ja, wir haben immer das Problem, dass wir manchmal rumlaufen wie ein Hühnerhaufen hinten. Und wenn ich nur an das Tor denke gegen Karlsruhe, dann 1-0 vor der Halbzeit. Also manchmal habe ich das Gefühl auch, dass wir überhaupt nicht wach sind. Wenn wir aus der Halbzeit rauskommen, kriegen wir meistens immer sofort ein Gegentor. Mhm. Ich hoffe, das passiert morgen nicht. Ja, ich hoffe, dass wir morgen sofort von der ersten Minute an Gas geben können. Ja. Wenn das nicht passiert und du lässt die Darmstädter auf einmal wieder kommen und die fangen an und merken, warum immer, hier kann man was holen, dann hast du ein Problem. Dann kriegst du auch gegen Darmstadt ein Problem. Das haben wir die ganze Zeit bemerkt. Aber, ne? Aber eigentlich müssen wir aber wieder die Mannschaft sein, muss oder? Rauskommen. Die Mannschaft muss rauskommen und die Mannschaft muss Gas geben. Ja. Das ist das Einzige, was sie machen muss.
Und vor allen Dingen, egal wie, und wenn es nur ein dreckiges Einzel ist. Ja, unbestritten. Wir müssen das Spiel, wir müssen drei Punkte holen. Ja, unbestritten. Gib ich dir vollkommen recht. So. Also wenn wir gegen Darmstadt nicht gewinnen, dann weiß ich nicht, gegen wen wir noch gewinnen sollen. Wirklich, also dann die haben wir wirklich auch keinen... Ja, du hast ja zwei Spiele, die du gewinnen musst eigentlich. Gegen Groß Münster da. Auch noch Münster und das sind eigentlich 6 Punkte eingeplant. Da muss man einfach so sehen. Wir müssen einfach den Turnaround bringen und morgen mit den Fans im Rücken muss die Mannschaft einfach brennen, oder? Ja, an den Fans liegt es nicht. Nein, das machen jedes Mal im Stadion. Ne? Nur die sind natürlich dann auch irgendwann mal enttäuscht und sagen auch, aber was ist denn hier los? Gut, wir haben natürlich eine neue Entwicklung jetzt, neue Spieler und viele sagen, ja, jetzt müssen wir erstmal abwarten. Nee, wir müssen so schnell wie möglich eine Mannschaft finden, die jetzt die spielt, die man Vertrauen gibt und wenn man mal ein Spiel verliert, muss man die trotzdem mal spielen lassen. Egal wer das ist. Egal wie, Abi, morgen. Wir sind uns nie mal einig. 3 Punkte. Ja. Ich mache ich heute nicht, letztes Mal lag ich daneben. Also Schalker, alles klar. Wir freuen uns aufs Spiel. 3 Punkte. Glück auf. Glück auf.